Am Strand wird es nie langweilig, aber manchmal siehst du Dinge, die du nie für möglich gehalten hättest. Hast du schon mal eine Harley im seichten Wasser entdeckt? Und was ist mit dem Moment, in dem der Blitz auf den Sand trifft? Ja, in diesem erstaunlichen Video siehst du 14 gefilmte Strandmomente, die nur einmal alle 1000 Jahre vorkommen. Los geht's! Giftige Teerkugeln werden an Israels Stränden angespült. Im Februar 2021 wurden an der israelischen Mittelmeerküste seltsame Teerkugeln angespült. Die Teerkugeln, die sich bei einer Ölpest 50 Kilometer vor der Küste gebildet hatten, hatten eine Strecke von mehr als 160 Kilometern zurückgelegt. Normalerweise hinterlassen Ölverschmutzungen einen Schlick auf der Wasseroberfläche und landen als Ablagerungen an den Stränden. Doch die durch einen Sturm verursachte kabbelige See hat den Ölteppich aufgewirbelt und ihn mehrere Tage lang mit dem Wasser vermischt, sodass kleine konzentrierte Ölklumpen entstanden. Die Behörden sprachen von einer der schwersten Umweltkatastrophen, die das Land je erlebt hatte. 13. Schneebälle an der sibirischen Meeresküste. Im November 2016 tauchten Zehntausende von Schneebällen an der sibirischen Meeresküste auf. Wind und eisiges Wetter hatten die Schneebälle geformt, die an einem 17 Kilometer langen russischen Küstenabschnitt am Polarkreis auftauchten. Dies ist zweifellos eine zufällige Entdeckung und einer der ersten Fälle dieser Art. Mutter Natur verdient Lob dafür, dass sie den idealen Schneeball geschaffen hat. Ich bekomme nie so perfekte Schneebälle hin, wenn ich sie von Hand mache. 12. Millionen von blauen Quallen. Millionen von Velella, einer blauen Quallenart, die normalerweise im offenen Meer lebt, wurden an der Westküste der USA entdeckt. Bevor sie vor der Küste Kaliforniens auftauchten, an Stränden in Oregon und Washington. Sah man sie zunächst an Stränden in Oregon und Washington State. Diese Organismen treiben normalerweise mit den Strömungen und dem Wind an der Meeresoberfläche. Leider blieben sie am Strand hängen, nachdem sie zu weit an die Küste getrieben wurden. 11. Die SS Maheno. Wenn du Fraser Island besuchst, wirst du einen unglaublichen Anblick erleben. Dort liegt das Wrack eines einst berühmten Schiffes namens SS Maheno. Die SS Maheno, die 1905 vom Stapel lief, war ein berühmter Luxusdampfer für 900 Passagiere. Während des Ersten Weltkriegs wurde sie in ein Lazarett umgewandelt, dann aber aus dem Dienst genommen und wieder in den kommerziellen Betrieb aufgenommen. Unglücklicherweise geriet die Maheno am 3. Juli 1935 in einen Sturm. Eine Rettungsmission fand das Schiff nach 7 Tagen als Wrack. Es war bei Fraser Island auf Grund gelaufen, wo es seither liegt. 10. Kanonenkugeln aus dem Bürgerkrieg am Strand von South Carolina gefunden. Ein Ehepaar, das nach dem zerstörerischen Hurricane Dorian die Küste von Folly Beach in South Carolina erkundete, war schockiert, als es zwei Kanonenkugeln aus dem Bürgerkrieg am Strand fand. Nachdem sie den Fund gemeldet hatten, rückten die Polizei, die Feuerwehr und die örtlichen Munitionsbergungsteams an. Sie stellten sicher, dass die Kanonenkugeln nicht mehr gefährlich waren. Es klingt zwar unglaublich, ein Stück Geschichte an einem Strand zu finden, aber das ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Nach dem Hurricane Matthew im Jahr 2016 wurden an der gleichen Stelle 16 Kanonenkugeln aus dem Bürgerkrieg gefunden. 9. Angeschwemmter Delfin am Strand. Das hier ist etwas, das du vielleicht nie im Leben siehst. Ein zweiköpfiger Delfin wurde an einem Strand in Izmir in der Türkei angeschwemmt und überraschte die vielen Touristen, die an diesem Tag anwesend waren. Der zweiköpfige Delfin, der gerade mal 12 Monate alt war, war etwa 1 Meter lang und wurde aufgrund eines schweren Sturms in der Nacht zuvor an den Strand gespült. Auch wenn Delfine an Stränden keine Seltenheit sind, so sind zweiköpfige Delfine eine ganz andere Geschichte.
8. Rekordverdächtiger Sägezahnfisch. Sieh dir den größten Sägezahnfisch an, der jemals aufgezeichnet wurde. Leider wurde das rekordverdächtige Exemplar im April 2021 tot an einem Strand in den Florida Keys gefunden. Aber obwohl er tot war, war er ein Segen für die Wissenschaftler. Der 4,9 Meter lange Sägefisch hatte tennisballgroße Eier in seinem Fortpflanzungstrakt, die es den Wissenschaftlern ermöglichten, mehr über das Alter und die Fortpflanzungsverhalten des Tieres sowie über seine Art im Allgemeinen zu erfahren. 7. Schnecken, die eine Qualle verschlingen. Hast du jemals einen solchen Anblick am Strand erlebt? Diese Szene wurde im Januar 2016 von einem Strandbesucher im Hersham Beach in Südafrika aufgenommen. Sie zeigt mehrere kleine Seeschnecken, die sich an einer Qualle laben, was sehr selten zu sehen ist. Natürlich brauchen die Schnecken eine Ewigkeit, um diesen Gourmet-Schmaus aufzuessen. 6. Garfield-Telefone gab es über 30 Jahre lang an Stränden. 35 Jahre lang wurden immer wieder Spielzeugtelefone von Garfield an die Strände der bretonischen Küste in Frankreich gespült. Die Telefone der lasagneliebenden Katze fanden jahrelang ihren Weg an die französische Küste und überraschten viele. Allein 2018 wurden über 200 Stück an Frankreichs Stränden entdeckt. Das Rätsel um die Garfield-Telefone wurde schließlich gelöst, als ein örtlicher Landwirt die Behörde darüber informierte, dass er einen metallenen Schiffscontainer voller orangefarbener Garfield-Telefone entdeckt hatte, der in den tiefsten Tiefen einer Höhle versteckt war. Er war nach einem schweren Sturm in den 80er Jahren dorthin gelangt. 5. Das Ungeheuer des Kaspischen Meeres. Nein, das ist keine vergessene Star Wars-Requisite, sondern ein Flugzeug der sowjetischen Marine, das an einem Küstenabschnitt bei Derbent in der russischen Region Dagestan gelandet ist. Das Kaspische Seeungeheuer, ein 418 Tonnen schweres Flugzeug der Lund-Klasse, begann 1987 über das Wasser zu gleiten. Nach dem Zerfall der Sowjetunion lag es 3 Jahrzehnte lang verlassen an der Kaspischen Küste, bevor es 100 Kilometer weit geschleppt wurde und in der Nähe von Durban strandete. Der Loon ist zu einer kuriosen Touristenattraktion geworden, während er auf sein endgültiges Zuhause in einem Militärmuseum und Vergnügungspark wartet. 4. Eine Harley-Davidson wird an einem kanadischen Strand angespült. Der schreckliche Tsunami, der Japan 2012 verwüstete, betraf nicht nur Japan. Er hat auch über 1,5 Millionen Tonnen Trümmer über die Ozeane gewirbelt und an Strände auf der ganzen Welt gespült. Vor allem in Kanada und den USA fanden Strandbesucher immer wieder seltsame Objekte. Aber das, was die Menschen wirklich schockierte, war ein rostiges Harley-Davidson-Motorrad, das an der Küste von British Columbia in Kanada angespült wurde. Es wird vermutet, dass das Motorrad aus Miyagi im Norden Japans stammt und es geschafft hat, den Pazifik zu überqueren. Das Beste daran ist, dass der Besitzer der Harley tatsächlich in Japan lebte. Aber das ist eine andere Geschichte. 3. Olive-Bastard-Schildkröten auf dem Weg ins Meer. Olive-Bastard-Schildkröten sind eine gefährdete Schildkrötenart in Indien. Man findet sie vor allem an der Küste des Bundesstaates Odisha, wo die Jungtiere normalerweise Anfang Mai im Strand schlüpfen und sich auf den Weg ins Wasser machen. 2020 bot sich den Einheimischen und Forstbeamten ein herrlicher Anblick von tausenden kleinen Babyschildkröten, die über den Strand schwärmten und versuchten, ihren Weg ins Meer zu finden. Das war ein ziemlich viraler Moment. 2. Ein Blitz schlägt in den Strand von Daytona ein. Blitze sehen zwar schön aus, aber sie können auch tödlich sein. Schau dir diesen unglaublichen Moment an. Der Fotograf Clint Belvins hat das Video seines Lebens aufgenommen, als ein Blitz in den Daytona Beach in Florida einschlug. Das in Zeitlupe gefilmte Video zeigt die unglaubliche Kraft der Blitze, die in den Strand einschlagen und den ganzen Himmel erhellen. Ist das nicht faszinierend? 1.
Buckelwale retten Seelöwen vor Orcas. Buckelwale sehen zwar groß und einschüchternd aus, aber können sie es mit Killer-Orcas aufnehmen? Hier sind zwei Buckelwale, die beschlossen haben, sich zwei Orcas zu stellen. Aber warum genau haben sie das getan? Um ihren Ruf als Herrscher der Meere gerecht zu werden, haben die Wale einen Seelöwen gerettet, der von Orcas zu einer Gourmet-Mahlzeit verarbeitet werden sollte. Angesichts der Tatsache, dass die Bisskraft eines Orcas dreimal so groß ist wie die eines Salzwasserkrokodils, war es sehr mutig von den Walen, mit den Killern in den Ring zu steigen. Vielleicht ging es aber nicht nur darum, den Seelöwen zu retten. Buckelwale mögen es wohl nicht, wenn Orcas Säugetiere töten, und sie haben beschlossen, den Orcas das Handwerk zu legen. Was denkst du darüber? Sag uns deine Meinung in den Kommentaren unten und vergiss nicht, diesen Kanal mit aktivierten Benachrichtigungen zu abonnieren, damit du keine unserer zukünftigen Uploads verpasst. Bis zum nächsten Mal!